Ich hatte vorhin schon den Begriff Oligopole eingeführt. Monopole sind uns bekannt, Oligopole sind uns bekannt. Oligopole nun ist eine Wortschöpfung von mir und halten wir für eine Entwicklung, die insbesondere der Digitalisierung geschuldet ist, weil sich jetzt die Netzwerkeffekte quasi innerhalb eines Unternehmens niederschlagen. Die bezeichnen soll, dass Unternehmen in mehreren Branchen zugleich dominante Positionen entwickelt haben. Also das Monopol beherrscht einen Markt, das Oligopol, mehrere Unternehmen teilen sich einen Markt, das Oligopol ist ein Unternehmen, das in vielen unterschiedlichen Märkten dominante Positionen entwickelt hat. Belegen lässt sich das am Beispiel Amazon. Wir sehen in dieser Grafik, wo überall Amazon äußerst dominante Positionen entwickelt hat. In den Cloud-Services 32% des Marktvolumens, im E-Commerce fast 3/4 des Marktvolumens. In den einzelnen Marktsegmenten Bücher, Musik, Video 80%, Spielzeug, Hobby 62%. Consumer Electronics 57% und so weiter. Und schließlich auch noch in der Hardware bei den E-Readern 62%, bei den Smart Speakern 57%, sogar bei den Tablets 32%. Also eine überaus breit aufgestellte, überaus dominante Position, die Amazon erreicht hat, nennen wir ein Oligopol. Ja, was genau beunruhigt uns an diesen Oligopolen? Es sind natürlich Wettbewerbsgesichtspunkte. Und nicht im Sinne liberaler Marktauffassung, sondern im Sinne hoheitlicher Fragen. Unternehmen, die weltweit aufgestellt sind, unterziehen sich keiner oder kaum noch irgendeiner staatlichen Regulation, machen im Prinzip, was ihre Businesspläne ihnen vorgeben. Kein Staat hat einen Durchgriff auf diese Unternehmen. Und das sind Entwicklungen, bei denen sich uns Fragen aufdrängen über die staatliche Verfasstheit überhaupt. Ja, welche Rolle spielt der Staat? Welche Machtoptionen kann der Staat durchsetzen, wenn Unternehmen sich der Kontrolle entziehen? Und ihre breite, ausgebreitete, mächtige, weltweite Position, unfassbar für den einzelnen Regulierer, für die einzelne Exekutive, macht sie zu heimlichen Herrschern der Welt.